So, willkommen zu Let's Play Drakensang. Wieder back am Start in Murulosh. Das kann man hier so machen. Was mussten wir machen? Thronsaal. Zum Thronsaal gehen. Oh, ruckelt das so komisch. Na gut. Letztens haben wir ein paar Pilze gesammelt. Hier ein bisschen Murulosh entdeckt. Vorgrim eine neue Rüstung geholt. Gab's nicht so interessant. Ja, eigentlich. Also, dass das Vorgrim anhat, ist ja schon relativ krass. Shoppen gehen ist jedes Mal interessant. Guckt euch mal den Typen an, ne? Strong wie ein Bulle, nenne ich das. Ja, wir können noch so einige Items hier abklappern. So. Lasst mich durch! Lasst mich durch! Ich habe hier eine Genehmigung von König Arombolosh höchstpersönlich. Androsch zum Gruße. Man hat mir schon erzählt, dass wir euch die Gesundung des Hohepriesters Xolgorax verdanken. Natürlich. Wieder und wieder zeigt ihr euch als wahrer Freund der Androschi. Mhm. Da wird es euch sicher freuen, dass wir in der Zwischenzeit die feige Attentäterin gefunden haben. Sie war auch für viele andere Sabotageakte verantwortlich, die Murulosh heimgesucht haben. Oh Mann. Eine Frau hat all das gemacht. Ja, eine Menschenfrau, die Gauklerkönigin Salina. Timush, ihr müsst mir glauben, dass ich unschuldig bin. Ich habe nichts Böses getan. Wo ist Drano, wenn man ihn mal braucht? Da wären bestimmt so ein paar interessante Konversationen jetzt. Natürlich glaube ich euch, Salina. Ich bin sicher, das wird sich alles aufklären. Sei da nicht sicher, Timush. Es gibt viele Beweise, die gegen sie sprechen. Zeigt mir die Beweise. Ich werde herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Heißt das, dass ihr die Verteidigung dieser Person übernehmen werdet? Ja, bitte. Timush, befreit mich von diesen furchtbaren Vorwürfen. Ey, Salina, Mann. Ganz ehrlich, tu dir so viele Gefallen, irgendwann musst du mir was zurückzahlen. Ja, ich werde die Verteidigung von Salina übernehmen. Nun gut. So soll es sein. Ich werde euch sagen, welches Verbrechen Salina, welcher Verbrechen angeklagt wird. Sie hat Xolgorax vergiftet und einen wertvollen Gegenstand aus meinen Hallen entwendet. Außerdem gab es vor kurzem eine Erschüttung. Wir untersuchen noch, ob es in unseren Tunneln Schäden gibt. Alle Hinweise daraus bedeuten bislang auf Salina. Ich werde Salinas Unschuld beweisen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Okay. So, erstmal, lass uns mal hier reden, ne? Ah, Hohepriester Xolgorax. So. Hab Dank, dass ihr mir geholfen manchmal, ne, passiert das, ne? Manchmal sehr weird zu sehen. Lugosch hat mir davon berichtet. Ja, natürlich. Schön, euch wieder unter den Lebenden zu sehen, Xolgorax. Kann ich euch irgendwie helfen? König Arombolosh abweisende Haltung kommt mir nur seltsam vor, oder? Bei Angorspat, auch ich. Ganz besonders ich wundere mich über das Verhalten meines Vaters. So kenne ich ihn überhaupt nicht. Ich habe da einen schlimmen Verdacht. Es ist nun schon mehrmals vorgekommen, dass Personen durch Gestalten wandelnde Drachlinge ersetzt wurden, die dann den Drachenkultisten in die Hände gespielt haben. Du willst doch nicht etwa andeuten, Drachengezücht mitten und unter den Zwergen? Nein, das kann nicht sein. Es würde aber das seltsame Verhalten des Königs erklären. Schiebt diesen Gedanken nicht einfach beiseite, Prinz Arum. Stellt euch nur vor, was Furchtbares passieren kann, falls sich mein Verdacht bestätigt. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das bewerkstelligt worden sein soll. Unser König ist stets unter dem Schutz der Wachen. Unmöglich. Ich will nicht wie ein verwirrter Rakorium klingen, der überall Intrigen der Geschuppten wähnt. Aber wir müssen jedem Verdacht nachgehen, irgendwie. Der König vertraut mir. Gebt mir einen Augenblick Zeit und ich werde Angrosch darum bitten, mir Klarheit zu verschaffen, ob dies immer noch Arombolosh auf dem Thron von Murulosh ist. Ich muss euch enttäuschen und kann euch beruhigen, euer Verdacht lässt sich nicht bestätigen. Der König ist niemand anderes als Arombolosh. Seine unerklärliche Verhaltensänderung muss einen anderen Grund haben. Das beruhigt mich wenig. Irgendetwas ist doch mit dem König. Für den Moment können wir nicht mehr tun, als die Augen weiter offen zu halten. Kann ich euch noch irgendwie helfen? Es geht um die tiefen Höhlen unter Murulosh. Was wisst ihr darüber? Ich hörte, dass ihr euch für die tiefen Höhlen von Gruldor, wie wir sie nennen, interessieren könntet. Diese Gänge weit unter der Stadt sind uralt und auch für uns Angroshim größtenteils unbekannt. Eine bedrückte Dunkelheit liegt auf ihn wie der Tod.
Es gibt die Legende über einen tapferen Zwergenkrieger, der einst in die tiefen Höhlen hinabstieg und dort sein Schicksal fand. Was wisst ihr über den über die Höhlen, oder? Die Zugänge wurden einst von unserem Ahnen versiegelt. Sie sind ein verfluchter Ort. Vor vielen Jahrtausenden führten unsere Vorfahren dort einen Krieg gegen das Volk der Grolme, weil diese scheußlichen Drachenverehrer Verehrer waren. Wenig ist noch überliefert aus jener Zeit, aber so erzählte es die Legende. Könnt ihr mir nun mehr von den Zwergenkrieger berichten, der einst in der Höhle vordrang? Sein Name ist Argoram, Sohn des Artasham. Und er war vor vielen Jahrtausenden, Jahrhunderten Streiter der Drachenqueste. Ja, so wie ihr heute. Es heißt, er sollte den sagenhaften Flammenhelm getragen haben, als ihm seine Quest in die Höhlen von Guldur führte, wo er auf ewig verschwand. Man erzählte sich auch, dass er nach der magischen Grolmenstadt Korumbra, der Stadt des Goldes, gesucht habe. Der Stadt des Goldes? Korumbra, die Stadt des Goldes? Was hat es damit auf sich? Dies sind ganz alte und vage Gerüchte. Angeblich lebten die Grolme in einer Stadt voller magotechnischer Apparaturen und horteten Gold und sonstige Schätze. Ob es diese Stadt wirklich gegeben hat oder ob sie den Hirngespinsten gieriger Schatzsammler entspricht, vermag ich leider nicht zu sagen. Ja dann, wie kann man in die Höhlen von Guldur gelangen? Bei Angrosh, darüber ist kaum etwas bekannt. Es heißt, der Krieger Argoram hätte von magischen Toren und Zugängen berichtet, die ihn die einst versiegelten und verschütteten Höhlen zur Goldenstadt Korumbra führen sollten. Doch bis heute weiß niemand, was er damit gemeint haben sollte. Ja, was wisst ihr über die Höhlen selbst? Die Zugänge wurden einst von unseren Ahnen versiegelt. Sie sind ein verfluchter... hat er schon gesagt, glaube ich. Ein Flammenhelm? In der Tat, dies war ein Gewinn aus der Drachenquest. Der Helm war golden und mit einem Muster ähnlich dem Schild, das ihr dort habt. Dem Flammenhelm wurden sagenhafte Kräfte zugeschrieben. Unter anderem, dass er vor Feuer schützte. Vor Feuer? Dann freue ich mich mal, ne, auf den Helm. Das reicht für den Moment. So. Fragen wir mal Salina. Was ist los, Salina? Salina ist ehrlich, verzweifelt und blickt um sich, als würde sie erwarten, aus einem schlimmen Traum zu erwachen. Sie ist anscheinend wirklich unschuldig. Hast du schon Neuigkeiten? Oh, bitte sag mir, dass du meine Unschuld beweisen kannst. Ja, ich komme voran, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich, Salina. Du darfst mich alles fragen. Kennst du jemanden, der dich vielleicht entlasten könnte? Es gibt eine Gruppe junger Zwerge, vor denen ich einige Male aufgetreten bin. Sie müssten bezeugen können, dass ich für sie gespielt habe, während der Stollen eingestürzt ist. Krimbart ist einer von ihnen. Zuletzt sprach ich mit ihm in der Taverne. Hast du einen Verdacht, wer der wahre Täter sein könnte? Ich will nicht wie eine kratzbösiges Weib klingen, aber diese Krämerin Aldessia vertraue ich nicht. Irgendetwas kommt mir an ihr ganz geheuer vor. Vielleicht gefiel mir auch ihr Grinsen nicht, als die Wachen kamen, um mich abzuholen. Oh ja, yeah. Rolana meinte doch auch irgendwas in der Art, ne? Kennst du jemanden, der... Ja, das war's. So. Ja, dich brauchen wir nicht zu fragen, Arombolos, du verfluchter Hund. Ich glaub, ne. An ihm ist definitiv was falsch. Amazone voraus. Sprich. Hier haben wir nichts mehr, ne? Ich mach das schon. Ne? Oh, der hat ja gar keine Ringe mehr. Wir brauchen Ringe für ihn. Also, ich zieh mal die an, ne? Ich weiß nicht. Geh ja sowieso so selten in den Kampf rein, deswegen lass die einfach drauf und... Was? Was passiert hier? Ihr seid doch auf Wahrheitssuche, um dieser Gauklerin zu helfen, oder? Ja. Es mag euch interessieren, dass die Lagerhallen meiner Sippe vor ein paar Stunden von Gruftasseln heimgesucht wurden. Dabei gibt es für die Krabbler kaum Essbares dort. Ja, was ist jetzt? Das war mit Sicherheit ein Anschlag. Alles ist ein Anschlag hier. Ich war gerade beim König, aber der will derzeit verfluchten Terroristen Herr zu werden. Behauptet, die werden alle zur Wache über die Stadt benötigt. Mhm. Es klingt ja hier unerfreulich. Was soll ich jetzt tun? Nun, wenn ihr die Asseln dort ausmerzt, werdet ihr vielleicht noch Hinweise auf die Identität des Täters finden. Das vermag doch eure Menschenfrau zu entlasten, oder? Ja, ja, sind so gut wie tot. Ach, vorzüglich, bla, komm. Hier, deine Gruftasseln.
Du willst doch bloß, dass wir das alles sauber machen dort. Aber wir nehmen ja jede Quest an. Wie ja, das mache ich hier dann. Wollt ihr denn? Ja, das möchte ich. Und raus mit mir. Das macht mich ein bisschen traurig, wenn ich mehr Dialog sehe dann und ich skippe das alles. Aber wenn ich einmal geskippt habe, oder, dann macht es wenig Sinn, alles zu lesen. Grimbart, Sohn des Kirolosch. Glaub mir, das steht ja nicht so. Ich denke, man wird die Schuld dieser Gaukerin recht schnell beweisen können. Großlinge wie sie haben einfach einen Hang zum Verbrecherischen. Ja, ja, die sind auch so kleine Rassisten. Wieso denn das? Auf mich wirkte sie freundlich. Sie ist eine nette. Du hast recht! Seid gegrüßt, wackerer Humpenheld. Was kann ich für euch tun? Ja, ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Und zwar hier. Ja, okay. Temperament? Was hat diese... Ich untersuche die Vorwürfe gegen Salina. Könnt ihr mir bei der Wahrheitsfindung helfen? Ich wusste nicht wie. Aber ich habe gerade Dienstfrauen und ich habe von den ganzen Vorfällen auch erst durch Hörensagen gehört. Schade, aber trotzdem, Nocke. Wie? Kannst du mir was sagen? Bei allen Minenschächten. Gutes Glück, dass ihr gerade vorbeikommt. Ich bin Orgrim, war Sohn des Orumgrim. Vorarbeiter der Stollengräber Nuolosch. Okay. Im Namen König Aramboloch soll ich helfen, die Sabotageakte in Mordolosch aufzuklären. Könnt ihr mir irgendwie dabei unterstützen? Ich verstehe nicht, ich helfe euch gerne nach all dem, was ich von euch gehört habe. Doch unten in den Tunneln sind gerade die Niederhöllen losgebrochen. Bitte helft mir. Was ist geschehen? Einer unserer Stollen ist eingestürzt, habe mehrere Zwerge unter sich begraben. Das muss Sabotage gewesen sein. Ich brauche noch mindestens 5 weitere Arbeiter, um den Tunnel wieder frei zu machen. Findet sie in Morolosch und schickt sie zu eingestürzten Stollen. Dann könnt ihr auch, ja, bla bla, umsehen, wer so schädlich ist. Ja, ja, ja. Selbstverständlich. Ich mach mich dann auf den Weg. Wo ist denn der Kannst du mir was sagen? Hey, ho, seid gegrüßt! Alle Welt spricht von euch! Ja. Ihr habt doch den Drachen Jaskur bezwungen. Ja. Was kann ich nicht nur bezwungen, tun? Sondern richtig gerackt. Ihr kennt Salina, die Gauklerkönigin, und wisst ihr, und ihr wisst, dass sie vor Gericht steht. Ja, eine ganz schreckliche Sache ist das. Findet ihr das nicht auch? Diese arme, lange Frau. Ich hoffe, sie wird freigesprochen. Sie ist nämlich nur wegen mir hier in Morolosch. Ich hatte sie in Ferdok angesprochen und eingeladen, uns mit ihren Künsten zu erfreuen. Ja, du wolltest doch sicherlich was anderes von ihr haben, ne? Salina glaubt, ihr könntet bezeugen, dass sie den Stolleneinbruch nicht verübt hat. Würdet ihr das tun? Ich, nun ja, Aramboloch hat verboten, dass sie auftritt. Deswegen kann ich ja schlecht aussagen, dass sie aufgetreten wäre. Das würde doch eher noch mehr in Kalamitäten bringen, ne? Oder etwa nicht. Das wird dem Bergkönig vielleicht nicht erfreuen, aber das ist doch wohl das geringste Übel. Ein Alibi würde Salina deutlich helfen. Ich weiß nicht, ich würde Gerede geben, wenn ich preisgebe, dass ich mich nicht um eine Anweisung des Königs gehalten habe. Und dann ist da auch noch so eine Großlingsfrau drin verwickelt, die Alberte in der Stadt eher unsittlich finden. Also nein, das kann ich meine Familie nicht antun. Ihr sorgt euch um euren Ruf und Salina sitzt währenddessen im Kerker. Ihr seid ein Feigling, sie braucht dieses Alibi. Aber was würde eure Familie sagen, wenn sie erführe, dass ihr aus Angst die Wahrheit verschwiegen habt? Dass ihr in Kauf nahmt, dass jemand Unschuldiges verurteilt wird? Nicht so laut! Meine Familie ist stolz und traditionsbewusst und hält nicht viel von der Großlingskunst. Tut mir leid, aber sie würde es eher als schmachvoll empfinden, dass ich eine solche Großlingsfrau bewundere und Geld für ihre Dienste ausgebe. Und meine Mutter hat so ein schwaches Herz. Sie soll das nicht erfahren. Nochmal vom Neuen. Nun, ihr könnt Salina ein Alibi für den fraglichen Zeitraum geben. Ich bin nicht schwerhörig, das sagte ihr bereits. Ich weiß, dass ihr Salina schätzt. Ihr könnt sie nun nicht so erhängen lassen. Sie vertraut auf euch. Ihr hättet sie sehen sollen, völlig verängstigt und aufgelöst. Sie braucht eure Aussage. Verängstigt? Die Arme? Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Ja gut, ich gebe meine Aussage. Salina wird euch danken. Das war sehr mutig von euch. Wir sehen uns dann bei der Gerichtsverhandlung. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir das.
Okay. Wir müssen so einige Sachen machen, bevor wir dem... Okay. All das hier. Ein Hauch von Häme ist in ihren Zügen zu erahnen. Von ihr ist wohl weder Freundschaft noch Hilfe zu erwarten. Ja? Was ist euer Begehr? Ja, Raumwollosch hat mich zur Wahrheitsfinder ernannt. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Aber natürlich, ich werde euch gerne dabei unterstützen, diesen scheußlichen Vorfällen aufzuklären. Ich fürchte aber, dass ich nicht viel dazu beizutragen habe, denn ich habe nichts Auffälliges beobachtet. Wie steht ihr zu Salina, der Gauklerkönigin? Nun, von Gauklerei halte ich nicht viel. Gaukelei, so. Ich verlasse mich lieber auf ehrliche Arbeit, wie ihr hier sehen könnt. Aber diese Salina scheint eine nette Person zu sein, auch wenn ich sie nur vom Sehen kenne. Denn ich habe nicht mit ihr gesprochen. Nun gut, ich habe mehr Fragen, aber habe ich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Dann lasst einmal sehen. Achso. Ja, warte. Ah, wir haben keinen Dieb. Aber wir können ja auch nicht beklauen, ne? Ja. Hallo. Seid gegrüßt. Ja, bla bla, kannst du mir mal helfen? Was? Nein, ich habe überhaupt nichts bemerkt. Ja, okay, so. Weiter geht's. Dieser Frau dürfen wir nicht trauen. Ihre Bewegungen sind so falsch. Rolana, du hast Ahnung. Grüße! Ja, ich weiß nicht mal, warum ihre Menschenkenntnis so weit unten ist. Ein Stollen ist eingestürzt. Ihr müsst schnell zur Hilfe. Orgrim braucht Hilfe. Das ist hier schrecklich. Ich komme sofort. Hals und Beinbruch, mein Bruder. Aber wir müssen mehr von denen finden. Ich sehe. Schachtfeger. Angrosch zum Große. Warum wurde er schon im Griff haben? Schnell! Ein Stollen ist eingestürzt. Ihr müsst schnell kommen. Donner und Doria, ich mache mich sofort auf den Weg. Viel Glück. Hey, Frauka. Frau Fadelika. Hey, ihr seid wohl neu in Lugosch. Warum? Und ich habe gar nicht meine Haare zurechtgemacht. Ach, du siehst doch so schon wunderschön aus. Ja, na, ihr steht da so griesgräbig herum. Kann jemand euch irgendwie helfen? Ihr seid doch fremd hier. Was versteht ihr schon von meinen schrecklichen Familienangelegenheiten? Na, wenn ihr sie kurz auf einen Punkt bringt, vermag ich vielleicht zu verstehen, was euch bedrückt. Oh, ich verstehe eine ganze Menge von solchen Sachen und erzählt mir einfach ausführlich von euch, der Schuh drückt und ich, Timusch, kann euch sicherlich helfen. Also gut, weil ihr so nachbohrt. Meine drei Schwestern hassen mich. Und sich untereinander auch. Unsere Mutter hat uns nach ihrem Tod 4 wundervolle Schmuckstücke vererbt. Aber die verrückte Greisin bestimmte, dass keine von uns ihr Lieblingsstück bekommt. Seitdem sind einige Jahrzehnte vergangen und noch immer hat jede nicht das Schmuckstück, das sie gerne hätte. Noch wahrscheinlicher ist aber, dass die anderen drei sich gegen mich verschworen haben, aber zumindest den Armreif bekommen sie nicht von mir. Uah. Sorry. Muss ich es noch einmal für euch zusammenfassen? Ich habe ein Schmuckstück, das ich nicht haben will und muss stattdessen auf mein liebstes Schmuckstück verzichten. Die anderen können zwar untereinander tauschen, aber nicht wirklich, weil ich ja eines habe, das eine von den anderen haben will. Und weil niemand mit mir redet, gebe ich meines auch nicht her. So, und nun sagt also einmal, was soll ich da ausrichten können? Versuch schadet nicht, versuche es gerne. Ein Versuch schadet. Okay. Da bin ich aber gespannt. Würdet ihr mir denn euer Erbstück geben, damit ich es eintauschen kann? Fadelikas verschränkte Arme lassen wenig Hoffnung auf eine positive Antwort aufkommen, aber sie blickt kurz nachdenklich in die Richtung, in ihrer Schwester Darelida wohnt. Bestimmt nicht, meine Schwester haben sich doch gegen mich verschworen, um mich zu übervorteilen. Und schicken nun euch. Maskerade, ich gebe mein Erbstück nicht her. Nur wenn ihr zuerst das Schmuckstück bringt, das ich haben will. Und welches Schmuckstück wünscht sich die Dame? Ich will Mutters Ring. Den hat aber die Verräterin Felika erhalten. Nur für den Ring gebe ich euch meinen Armreif, den Darelita haben will. Also gut, also muss ich mir ja noch hier um irgendwelche Familienprobleme kümmern. Menschenskinder hier, was ist das für ein Kindergarten? Ja, ihr seht, ich skill das mal ganz kurz hoch, auch wenn das nicht so wichtig ist, aber ist ja trotzdem irgendwie, ne? Falls ich ein paar Probleme haben werde. Also unnötige Sachen wieder. Ja.
So, da ist noch einer. Du musst helfen gehen, du Idiot. Garage. Ein Stollen ist eingestürzt. Stollen, ein Sturz. In rechten Abschnitt. Ich habe den Oberminister Ogrim getroffen, der mich zu euch schickte. Schnell, sobald euch doch. Zur Rettung. Und ja, hier, geh los. Was ist das hier? Was? Ich hoffe, das geht. Geht nicht. Und dann halt nochmal, ne? Bis es geht. Kacke. Okay. Wenigstens müssen wir nicht mehr so lange warten. Ah! Hey, das ist ja tausendmal besser. Glaubt mir das mal, Leute. Wenigstens muss ich nie wieder warten. Okay, das war jetzt nicht so geil, aber naja. Da ist die Schwester. Die war das, glaube ich, mit dem, ne? Mit dem Ring, glaube ich. Oh, hallo. Habt ihr mich gerade angeschaut? Ich hörte zufällig von eurem Dilemma mit dem vertauschten Erbstücken. Sagt, würdet ihr mir euer Erbstück geben, damit ich es bei euren Schwestern eintauschen kann? Die schüchterne Diota macht den Eindruck, nicht ihren ersten Schritt machen zu wollen. Zwar kommentiert sie nicht, welche ihrer Schwestern wohl am ehesten tauschen würde, aber bei dem Thema verschweifen ihre Blicke zur Gegend, wo Darelita wohnt. Nein, oder doch, ihr könntet von einer meiner Schwester gesandt worden sein, um mich zu bestehlen. Ich gebe mein Erbstück nur für das Schmuckstück her. Okay, welches willst du haben? Ich möchte die Ohrringe haben. Darelita hat sie, dafür würdet ihr euch... Ja, okay. Darelita... Sie möchte die Ohrringe von Darelita. Sie möchte den Ring von ihrer Mutter, aber... Den Ring von der Mutter hat, glaube ich, die hier, die Ohr, oder wie die auch immer heißt. So... Wo ist denn hier die andere Tussi? Was hier? Probleme? Mensch. Hier sind richtig wahre Probleme, die einen immer zu schaffen machen. Alltägliche Hürden. Geh helfen! Los! Und hust nicht so viel rum. Einen Moment. Muss mal kurz hier. Okay. So. Geh weiter, Lugosch. Hier brauchen wir gerade nicht zu reden. Einen Moment. So, einen Moment. Da müssen wir kurz... Okay, das ist unsere Hauptquest. So. Okay. Wo ist die andere? Wir brauchen irgendwas hier, den Ring. Dann geben wir ihr den Ring und sie gibt uns... Sind es 4 Schwestern oder 3? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da sind auch noch mal welche. Achso, nee. Ist nur ein Arbeiter. Da geht's raus. Hä? Wo ist die andere Schwester? Haben wir die irgendwie verpasst? Im Bereich, wo man nicht hin kann? Ich glaube, mit dir, oder? Kann man mit ihr reden? Ah, das war der Dichter und Denker. Da sind wir ja kurz vorbeigelaufen. Hier reden wir mal kurz mit denen. Seid gegrüßt. Oh, ihr seid genau von der Art, die ich gut gebrauchen könnte. Von der Art von Ptolemide? Warum? Gut gebrauchen. Wen oder was sollen wir denn erschlagen, verfolgen oder wieder beschaffen? Aber nein, wo denkt ihr denn hin? Ich suche keinen Zwist. Ich bin nur an eurer Meinung interessiert. Eine Meinung. Nun, ich habe zu allem eine Meinung. Sagt an. Mein Zeichens bin ich Schreiber und verfasse eine Beschreibung von Murolosch. Das Leben seiner Einwohner, die wichtigsten und berühmtesten Orte dieser Stadt, da käme mir eure wertgeschätzte Meinung als Ehrengast dieser Stadt sehr gelegen. Wenn ihr für mich die Taverne und alle Handler begutachten würdet, dann würdet ihr die Aussagekraft meines Werkes betrachtlich erhöhen. Wenn es weiter nichts ist, ich wollte mich ohnehin bei den hiesigen Läden etwas umschauen, rechnet also bitte
mit den geheimen Modulosch von Timosch. Hoho, ihr seid lustig. Berichtet mir einfach nach eurem Rundgang und ein bisschen von euren Eindrücken. Okay. Wegen dem Werk. Ich war beim zwergischen Waffenhändler. Ich habe die Waffen gesehen, die ich vorher überhaupt nicht kannte, und viele seltene Rüstungen. Ja, das sagen wir. Das ist schon krass. Damit punkten die Zwerge definitiv. Hoho, wie schön. Damit kann ich für ein weiteres Kapitel vollenden. Habt ihr noch mehr für mich? Gemischwarenhändler. Einige Dinge waren Raritäten, andere kamen mir dagegen doch merkwürdig vor. Beschweren möchte ich mich nicht, aber über den Klee loben kann ich sein Angebot auch nicht. Hoho, wie schön. Damit kann ich ein weiteres Kapitel abschließen. Ja. 12 Zutatenhändler. Ach, sagen wir hier, wir sind begeistert. Grandiose Auswahl. Okay, hier, Aldesia. Ich habe mir die Waren der Händlerin Aldesia angeschaut. Und wie bewertet ihr deren Angebot? Mir hat sie nicht so zugesagt. Obwohl ihr Angebot sehr preiswert ist, hat sie mich damit nicht überzeugen können. Außerdem habe ich das Gefühl, dass bei ihr irgendwas faul ist. Oh, wie schön, okay. Da haben wir nur noch einige, bei denen wir mal auch einkaufen können. Wo ist die andere Dame? Ist aber nicht die, oder? Nein. Ah, doch. Da ist sie. Sind direkt an ihr vorbeigelaufen. Angrasch zum Großen. Wie kann ich behilflich sein? Ich bin hier wegen dem vertauschten Erbstück. Würdet ihr mir denn euer Erbstück geben, damit ich bei anderen es eintauschen kann? Velika schiebt trotzig ihr Kinn vor. Hier ist wohl kein Entgegenkommen zu erwarten, aber kurz danach macht sie eine unbewusste Geste, als wolle sie in Darelitas Richtung hinweisen. Ich weiß nicht, nein, ich sehe mich so sehr nach meinen Schwestern, aber diesen geht es sicher nicht so. Ihr könntet von ihnen gesandt worden sein. Um mich übervorteilen. Ich gebe mein Erbstück nicht her, es sei denn, ihr bringt mir das Schmuckstück, damit ich... Okay, welches wünschst du dir? Die Halskette, die kleine Diode hat. Okay. Die Felica. Fadelica. Diola. So sieht man sich wieder. Jetzt soll ich... zuerst müsst ihr eine von uns überreden. So sieht man sich wieder. Wisst ihr, welche Schwestern welches Schmuckstück haben möchte? Ich will den Ring. Diese Darelita möchte gern den Armreif, den ich aber habe. Hehe. Die dumme Diota will die dummen Ohrringe und Felica hat es auf die Halskette abgesehen. Okay, wir... brauchen den Armreif. Und wo ist Darelita überhaupt? Verdammt! Darelita! Nein! Wo ist Darelita? Diola ist da, hier ist Felica, da ist die andere... Grandiola... nicht die richtige Händler, Mändler. Nein. Wo ist aber Darelita? Wo ist die andere Dame, Mensch? Gucken wir uns das mal an hier. Okay. Vielleicht müssen wir sie überzeugen. Guck mal, sie erwähnt die ganze Zeit, dass wir alle überzeugen müssen. Vielleicht müssen wir dich überzeugen. So sieht man sich wieder. Warte, einen Moment.
Mutters Ring. Ja. Wo ist denn die Mutter? Ist sie tot? Geh mal mit ihr. Seid gegrüßt. Okay, nein. Sie ist kein Mitglied der Familie. Hätte mich auch gewundert. Wo ist die andere? Frage ich mich. Wir könnten noch eine einfach bestehlen, ne? Das wäre nicht so gut. Das wäre echt fies. Guck mal, hier sind weitere Händler. Nein, nein. Hier, zeig mal dahin. Okay. Angrosch zum. Was passiert hier? Was passiert? Oh. Warum? Warum muss ich immer alles weiterklicken? Ich habe jetzt irgendwas bekommen. Warte, einen Moment. Hier weg. Was habe ich jetzt bekommen? Aldesius, mein Zwergenhändler, verriet mir, dass Aldesius zu mehreren Tatzeiten nicht an ihrem Stand war. Sie hat somit kein Alibi und das macht sie mehr verdächtig. Ja, das ist schon wahr. Ich muss mal mehr hier, ne, reden. Angrosch zum Großen. Ja, ist grad mal ein bisschen kacke. Ist halt auch kacke, wo diese. Wo ist die Frau, Mann? Die andere. Hier haben wir ein Labor. Gut zu wissen. Da geht's zu den Pilzen. Okay. Da denke ich nicht, dass es dort hier irgendwo hingeht. Da, 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 na, na, na. Da ist noch ein Minenarbeiter. Gehen wir mal kurz zu ihm. Hier. Ah! Darelita. Warum bist du so weit weg von deinen Schwestern, du? Idioten. Wir mussten wir die ganze Zeit so nach dir suchen. Aber wahrscheinlich müssen wir sie überzeugen. Kann ich mir auch dann nur verstehen, weswegen sie so weit weg ist. Der ist verletzt. Ja, hier ist eingestürzt. Dann geh mal los. Seid gegrüßt! Endlich einmal etwas Frischfleisch zum. Ja, wenn du mich so siehst, dann. Mit mir redet. Ich verstehe es auch irgendwie. Seid gegrüßt. Ich weiß von eurem Problem mit dem vertauschten Erbstück und würde gerne helfen. Würdet ihr mir euer Erbstück überlassen? Ui, ihr kommt ja schnell auf den wunden Punkt, was? Ich wünsche mir den Armreif meiner Mutter. Wirklich sehr, also riskiere ich es, wenn ihr mir also zur Sicherung einen Pfand von 10 Dukaten überlasst. Schlagt ihr ein? Ja, ein Pfand sind meine Dukaten und mein guter Name nicht Garantie genug, dass ich kein Betrüger bin? Ja, verzeiht mir, ihr habt natürlich recht. Euren guten Namen kann er vertrauen. Also bitte nehmt hier Ohrringe. Also, wie war das? Eine von denen möchte die Ohrringe. Ah, gehen wir mal zu dem hier. Wer war das nochmal mit den Ohrringen? Sie möchte den Armreif haben, ja. Warum war das so erotisch? Irgendwie scheinst du nicht so zu wirken, als ob man dir helfen sollte. Ich glaube, du genießt es gerade. Talent, Heilkunde, Wunden. Ärger, es gebe Ärger. Wartet, ich glaube, ich schaue erstmal nach euren Wunden. Warte, ich heile euch sofort hier. Balsam, Salabunde. Hab Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Was ist passiert? Erzählt. Ich sah eine Gestalt, das in das Quartier der Gauklerkönigin eindrang. Ich wollte dies den Wachen melden, doch plötzlich traf mich ein Schlag von hinten und ich verlor das Bewusstsein. Wenn ihr nicht gewesen wäret, wäre ich sicherlich gestorben bei Angrosch, hab Dank. Würdet ihr eure Geschichte vor dem königlichen Gericht noch einmal bezeugen? Die Gauklerkönigin Salina war nämlich angeklagt, den Hohepriester Xolgorax vergiftet zu haben. Aber jemand anderes muss dahinter stecken. Was, die gute Salina? Natürlich helfe ich euch. Gebt mir etwas zum Schreiben. Bis zum Thronsaal schaffe ich es noch nicht. Hier, schaut. Da steht alles, was ich gesehen habe. Ich hoffe, Salina wird nicht zu Unrecht verurteilt. Okay. Kann man euch irgendwie noch zu ihr reingehen? Doch, kann man. Lass mal zu Salina reingehen.
Was ist denn hier drinnen? Was? Ungrim? Ja, was ist wohl? Ich bin eigentlich sehr geschäftig im Moment. Ich störe auch nicht lang. Wer bist du denn? Erst vor kurzem, erst nur kurz nicht stören wollen und dann mich mit Fragen von Arbeiten abhalten. Also, um eure Frage zu beantworten, mein Name ist Ungrims Sohn. Ungrims Sohn, der ist Ungrim. Ich hoffe, das befriedigt eure Neugier. Kennst du vielleicht Salina? Immerhin ist das hier ihr Quartier gewesen. In der Tat habe ich die gute Gauklerin einst vor einer meiner Reisen getroffen. Und sie hat mich sofort in ihr Herz geschlossen, weil ich beflissen und sorgsam bin. Und wir uns gut ergänzten, würde ich sagen. Ja, das wird es wohl sein, wenn ich recht überlege. Seitdem helfe ich hier jedenfalls mit allen möglichen und... Schon gut, das reicht. Ich habe eher von einer anderen Frage. Ja, soll ich euch nun Rede oder Antwort stehen oder nicht? Wenn ihr nur an knappen Ja oder Nein interessiert seid, dann sagt das bitte vorher. Ich habe bei Angrosch noch andere Sachen zu tun und würde gerne noch wissen, bla bla bla, komm, hier, hör auf dich zu beschweren. Ja, ich möchte nur Allgemeines fragen. Ja, komm mal hier, einen Moment. Was machst du hier den ganzen Tag? Was ist das jetzt hier? Okay, sorry. Soll ich wirklich damit anfangen? Ich glaube, dann werde ich heute wirklich nicht mehr fertig. Und glaub mir, Herr, das möchte weder ihr noch möchte das Salina oder ich. Ja, du interessierst mich gerade nicht so. Okay, das war's. Du bist einfach nur sinnlos hier. Du gibst mir keine Hilfe. Vielleicht finden wir hier oben was. Was ist denn das für ein Raum, Alter? Schön gemütlich hier, ne? Mit diesen ganzen Ketten. Junge. Ich muss irgendwie von meinem Bruder, Mann, habe ich das vergessen, da abzumelden. So. Ich hoffe, ich bekomme hier keine Nachrichten gleich von seinen Freunden. So. Das ist ein Zettel. Das sind Zettel, ne? Okay, dann halt nicht. Bekommen wir hier nichts? Aber hier ist ein Raum. Der geht irgendwo hin. Hundertprozentig. Ihr schon wieder? Ich kann nicht behaupten. Mann, das kann doch nicht sein, dass er hier... Junge, willst du jetzt spielen oder nicht spielen? So. Ja. Das hat uns gerade nicht viel weitergeholfen, ne, dieser Raum. Ah, hier ist aber eine Truhe. Mal so, bitte. Ja, gleich dahinter einmal. Noch einmal bitte. Ihr seht, es macht mehr Sinn. Definitiv besser als normal knacken zu können. Definitiv. Das erleichtert so einiges, wenn ich ehrlich bin. Nein, danke. Ich wünsche mir, diese Fähigkeit würde man von Anfang an erlernen, dann müsste man auf einen Dieb schon von Anfang verzichten. Keine Ahnung, die Schurkenklassen sprechen mir irgendwie nicht so zu. Und man würde halt sehr viele Punkte einfach nur so ins Dietrich-Knacken verschwenden, wenn man eigentlich diese Fähigkeit haben kann. Deswegen bin ich relativ zufrieden gerade mit der Fähigkeit. Da brauche ich die zum Beispiel nicht bei Ankoron oder keine Ahnung wen hoch zu skillen. Ich glaube, da werden noch so einige schöne Truhen auf uns zukommen. Ich hoffe nur, dass da schöne Wertsachen drin sind. Dukaten haben wir jetzt. Dukaten brauchen wir nicht wirklich. So, hier sind wir wieder bei den Schwestern. Wer von denen wollte nochmal den? Du wolltest... Was wolltest du? Einen Moment, ich speichere mal. Ach, hallo.
Wie kann ich weiterhelfen? Wie war das mit den Erbstücken nochmal? Jeder von uns... Wisst ihr denn, welches Schmuckstück ist genau, welches Schmuckstück? Ja schon, das ist, der Reliter möchte gerne den Armreif haben. Felika die Halskette. Ich begehre die Ohrringe. Ach ja, die Ohrringe. Wie war's mit... okay, hier. Ach, hallo. Ich habe hier die Ohrringe und möchte sie eintauschen. Was, ihr habt die Ohrringe? Aber die wunderbar. Nehmt diese Halskette, gebt mir die Ohrringe. Oh, meine Ohrringe. Ja, dann auch bald. Hier unten wollte die Halskette. Du wolltest den Ring. Sie möchte die Halskette. Ihr besucht mich. Ich habe hier die Halskette. Wie? Meine Güte! Dass ich das noch erlebe! Für die Halskette gebe ich doch gerne diesen Ring hier. Ja, dann auch bald. Jetzt haben wir den Ring und sie kann hier ihren Ring haben und die deine hinten kann ihre Halskette haben. So sieht ihren Armreif. Der Ring, mein Ring, ach du meine Güte. Der Ring, mein Ring, mein Schatz. Ja, hier auf bald. So, dann haben wir auch das erledigt. So, wir haben hier gerade 40 Minuten, die Zeit ein bisschen überschritten. Mal sehen, vielleicht mache ich noch 5 bis 10 Minuten weiter. Da gibt es noch einige Sachen. Auf jeden Fall will ich hier jetzt mal die Halskette zurückbringen. Oh Mensch, wir müssen uns ja hier um sehr viele Probleme hier kümmern. Und wir müssen später gegen Gruftasseln kämpfen. Oh no. Gruftasseln. Nein. Diese Viecher. Habe ich gar keine Lust drauf. Okay, da kommt man, glaube ich, nicht runter. So. Wir haben bei denen schon, ja, ne? Wir haben bei den Waffenmeister. Dann ja. Vielleicht, der hat ja relativ viele Steigerungspunkte jetzt bekommen. Der kann ruhig hier was erlernen. Finde ich gut. Er soll hier ein bisschen lernen. Du kannst ruhig auf Ausweichen gehen. Ist halt passend, ne? Ich nehme die Sache in die Hand. Kannst du noch was erlernen, meine Gute? 533, die kann definitiv noch auf was gehen. Dafür fehlt ihr aber die Gewandtheit. Wollen wir mal bei ihr die Gewandtheit kurz hoch machen? Ich meine, warum nicht? Und Vorgrim auch einmal. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen ausweichen lernen. Ja, Junge, die sind richtig athletisch, die hier. Bin sehr stolz auf euch. Der könnt. Ey, dann seid ihr ja unbesiegbar, Mann. Adelika. So sieht man sich. Was? Wo sind die anderen hin? Alter. Ich hab jetzt aber einen Kreis gemacht. Wo waren die jetzt? Verdammt. Ja. Suchen wir mal. War die da oben? Oder da oben? Ich glaube da oben, ne? Ja. Junge. Muss das hier so alles abgelegen sein? So. Ist kein Kreis mit drehen. Hier hast du deinen scheiß Armreif. Ja, ja, wunderbar. Ich freue mich auch, dass ich das gerade für euch gemacht habe. Alles nur dafür, dass ich diese Quest hier abgeschlossen habe. Habe ich überhaupt was bekommen? Nein, sieht nicht so aus. Alter, Mann, diese Armbrüste hier, da habe ich richtig Bock, Armbrüste zu erlernen.
Schon eine heftige Sache. Heftig, heftig. Wirt, mit dem haben wir gar nicht geredet. Ja, die auch. Willkommen in meiner Bescheidenheit. Genau, ich schaue mich wegen den Sabotageattacken hier um. Habt ihr irgendwelche nützliche Informationen für mich? Leider kann ich euch da nicht helfen. Das war alles ferner von hier. Zwar reden die Leute viel, aber mehr als die allgemeinen Gerüchte ist mir auch nicht so zu Ohren gekommen. Welche Fremden sind zurzeit noch in Morolosch? Großlinge, meint ihr? Da war ein Händlerin Aldesia, außerdem noch die Gesandte Gerling, ein guter Freund der Zwerge. Ja, erzählt mir von Salina. Was haltet ihr von ihr? Ein flatterhaftes Ding, denke ich, aber hübsch anzusehen, zumindest für eine Menschenfrau. Sie spaltet die Meinungen der Leute sehr. Einige meinen, dass es nicht schaden kann, mal etwas Abwechslung hier zu haben, aber viele denken auch, dass sie unmoralisch ist und nichts Gutes bringen wird. Okay. Ja, wie ist denn so euer Bier? Das interessiert mich alles gerade nicht. Was habt ihr so... Okay, Reiseführer aktualisiert. Hat normales stinkendes Bier. Das war's, gell? Was ist denn da unten? Da gehen wir auch gleich hin. Wir müssen mal kurz noch zu unserem Freund hier. Der ist da. Wie viele Kreise hier wir gedreht haben. Ist das ein Marathon oder was? So. Wegen des Werkes. Ich habe die Taverne besucht. Das Bier. Ach komm, gib mir eine gute Rezension ab. Ich meine, zwergisches Bier. Das Bier ist das Beste, das ich je getrunken habe. Die Bedienung ist reizend und die Örtlichkeit ist gut gewählt, weil man faszinierende Einblicke in das Leben der Zwerge von Morolosch erhält. Damit habe ich sämtliche Material zusammen und kann mein Werk über Morolosch vollenden. Ich danke euch. So, dann haben wir auch das, ne? Einen Moment. Pizza, Trinke. Das müssen wir alles hier kurz. Ne? Reiseführer. So. Ich hoffe, ich bekomme diesen Reiseführer noch irgendwann zu sehen, ne? Und dass mein Name da unbedingt steht. Ich meine, ich habe das hier alles selber. Eigentlich konnte er das auch selber verfassen. Ja, als Werk, aber nein, da braucht ihr eine Outsider-Meinung. Wo bewegt sich meine? Achso, okay. Ich dachte gerade, meine Tastatur spinnt verrückt. So. Hey, Krasima! Hier wären wir. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, dann können wir eintreten. Ja, komm, ich bin bereit, lasst uns gehen. Lasst mich rein, ich werde diese Kakerlaken besiegen. Es ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Seht ihr diese Abflussdecke? Jemand muss die Gitter geöffnet haben. Da kommen sie hervorgekrochen. Aber warum sind es gleich so viele? Ich werde versuchen, die Gitter wieder zu schließen. Haltet mir die Asseln so lange vom Leibe. Tötet zuerst mal die da vorne, damit ich zur Kurbel komme. Ja, klar, natürlich. Hier. Was? Direkt hier vor meinen Augen eine. Sehr schön. Meint ihr? Bei Angriff. Ich mach das schon. Okay. Ich lausche den Wind. Du lauschst den Wind, du lauschst schön den Geruch, den ekligen Geräuschen der Gruftasseln. Heiliger. Die machen gar nicht so wenig Damage für kleine, für so widerliche Teile. Aber sterben auch schnell, ne? Stirbt! Ich bin so stolz auf ihn. Guck mal, guckt euch mal. Bam! Sehr stolz auf euch. Sehr gut. Ja, bedien mal. Ne? Wir erledigen die ganze Arbeit hier. Ist kein Problem. Wollen wir das noch? Ne, lassen wir das mal. Ganz ehrlich, lassen wir es. Wir müssen ja nicht alles aufheben. Okay, das haben wir dann. Geht's irgendwo weiter? Da hoch? Okay. Wir folgen dir mal einfach, ne? Ihr habt eine sehr schöne Architektur. Irgendwie sehr schön ausgewählt alles. Sieht aus wie eine Folterkammer. Okay, das ist easy. Dazu habe ich das hier. Das ist meine Geheimwaffe, nenne ich das. Auf. So, dahinter kommt noch einer. Und ja. Ne? Gut, ne? Das nenne ich... starke Leistung.
Amazone voraus. Zum Angriff. Ich glaube, ich werde diese Astral, wie ist das? Robe weiter anhaben. Sie gefällt mir ziemlich gut. Komm. Super. Halt ich mal selber kurz. Ernsthaft? Achso, ich dachte, wir haben es jetzt durch. Das wäre zu leicht gewesen. So, der Raum ist betätigt. Vielen Dank. Gehen wir mal weiter. Was ist denn da? Achso, okay. Dann beeil dich. Junge, hier kann man sich doch verletzen, Mann. Ja, glaube ich auch. Irgendwelche da, ne? Sind schon wieder ein paar Asseln unterwegs. Einen hinterher, bitte. So. Sehr eklig, dankeschön, aber... Gute Entscheidung. Brauche ich alles hier nicht. Ich versuche mein Bestes. Hier, die eine stirbt gleich. So. Bei Angrosch. Machst den hier. Ja. Und gibst ihm einmal so einen fetten Stich mit rein. Ja. Alle sehr schnell am Sterben. Zu schnell, wenn ihr mich fragen würdet. So. Okay. Sieht, warum sehen eure... hier, räumen alle so gleich aus. Sind wir fertig hier? Kann ich etwas für euch tun? Ja, das war's, ne? Achso, hier geht's noch lang. Machen wir mal hier kurz. Dann noch einmal bitte. Ein Schwert, ein Bogen. Für gute Menschen, meine Rache. Yorai, ja. Lass das mal Problem machen. Gleich hinterher heilen. Fantascher Klammer. Diese Hallen sind ja überschwemmt mit den Biestern. Ist ja gar kein Problem für mich. Hinter diesem Tor dort drüben ist die letzte Lagerhalle. Also los, zeigt ihnen, wer die Herren von Murolosch sind. Ja, ja, komm hier. Machen wir, machen wir. Sollen ruhig mehr auf uns zukommen. Ne? Gib mir 20 Stück von denen und ich werde die alle aufessen. Ich meine, kann mich noch irgendetwas noch besiegen in dem Spiel? Das ist die letzte Lagerhalle. Ein seltsamer Geruch. Riecht ihr das? Ja, ich rieche es. Riecht nach. Macht euch bereit. Riecht nach Rosen und Parfüm. Okay. Da ist ein Haufen Müll, den wir mal hier beenden sollten. Sind das deine Hunden? Junge, wir kämpfen gerade! Vernichtet sie! Aufgepasst! Was für ein Nester, Mann! Alle mal hergehört! Zum Angriff! Ei. Nein, du gibst ihm was anderes hier, das sieht besser aus. Krakai. Alter, wie stark ist das bitte schön, dieser Angriff. Bonana, was ist los bei dir? Nur 6 Schaden. Du bräuchtest mal einen besseren Dolch, Axt. Ich hab Angst, dass ich dich eintauschen muss noch, ne? Okay, dann ist das hier. Einer weniger. Irgendwelche Nester, meinte sie noch. Dann machen wir das auch nochmal ganz schnell. Ist ja hier jedem, ne, bekannt. Dieses typische in Rollenspielen, dass es hier irgendwelche Nester jedes Mal gibt. Okay, danke dir. Noch kannst du den zweiten auch dahinterher und einen dritten, wenn du willst. Bisschen
Was ist los? Warum? Warum mache ich das? Alter. Junge. Jo. Ja. Bei meiner Amazone, meine Rache. Hier, den gibt's mal so einen Stich. So, ein Stich, hab ich gesagt. Und ich werde mal hier noch einen trinken. Ich werde doch jetzt hier nicht sterben, Menschenskinder. Ja, hier, den kannst du mal kurz deinen Fulminictus geben. Ist schon okay. Ich versuche mein Bestes. Gib mal hier eine drauf, hier eine fette drauf. Gibst du mir einen Fulminictus drauf? Ist doch okay. Kann man machen. Große sogar. Wir sind keine einfachen Gruftassen. Okay. Dann zerstören wir mal diese Kacknester hier. Was ist denn da drinne? Nehmen wir gerne mit, wenn es da gerade so schön rumliegt. Geld bei Flüssigkeit? Was ist das denn? Wir hatten hier selben Fett reingelegt und... Was? Sehr weird. Gelbe Flüssigkeit mit einem Herzen drinne. Diese Person hatte einen Sinn für Romantik. Ich glaube, wir haben ja schon sozusagen unseren Übeltäter. Alles spricht für diese Aldessia. Ha! Den Biestern habt ihr es aber gegeben. Ja. Noch ist in Murolosch der Tag nicht gekommen, da die Zweibeiner von den Krabbeltieren aus der Tiefe verdrängt werden. Jetzt muss ich aber erstmal nachsehen, ob noch alles am rechten Platz ist. Oh, diese Unordnung. Ja, diese ganzen Leichen, diese ganzen Kadaver, kannst du selber wegräumen. Ja, wie schlimm ist es? Diese Verwüstung, alles Mögliche zerbrochen oder angefressen. Aber Moment mal, die Steintafel meines Großvaters fehlt. Sie müsste eigentlich dort sein, aber der Platz ist leer. Sowas frisst das Getier doch nicht. Wer auch immer diese Asseln hierher gelockt hat, er hat wohl auch die Tafel gestohlen. Eine Steintafel wurde gestohlen. Was war das für eine Steintafel? Es war ein Artefakt, das von meinem Großvater in einem seltsamen Stollen gefunden wurde. Die Inschrift war fremdartig, nicht zwergisch auf jeden Fall. Wir sind daraus nicht schlau geworden. Wer stiehlt denn so etwas? Ich habe dort hinten etwas bei den Asselnester gefunden. Diese Flasche mit gelber Flüssigkeit. Könnt ihr mir etwas darüber erzählen? Nein, also mir gehört das auf jeden Fall nicht. Vielleicht kennt sich Lugosch damit aus. Ja. Achso, nee, wir möchten bitte jetzt gehen, ne? Was? Was? Oh, Mann, das... Warum? Ich möchte gehen. Warum hat sie uns einfach teleportiert? Was ist für eine Musik, Mann? Wow, 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 wow. Hier die auch einmal. Ja, aber jetzt hier, komm, wir möchten gehen. Habt ihr eure Untersuchung abgeschlossen? Ja, bitte. Raus mit uns. So. Das sieht dann so aus, als wäre es für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer auch immer auf dieses Let's Play gestoßen ist. Dann meine abschließenden Worte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.